Heute machen wir Resteverwertung und zwar einen Pfannkuchen-Gemüseauflauf. Dazu legen wir eine Schicht Pfannkuchen in die Backschale, dann eine Schicht von der Gemüsesoße dann Würfel vom Schweinefilet, dann wieder eine Schicht Pfannkuchen und dann wieder die Gemüsesoße, den Rest davon obendrauf, dann auch noch den Rest von dem Schweinefilet, von den Schweinefiletwürfeln. Und zuletzt kommt noch Streukäse obendrauf. Und fertig ist der. Dann kommt er in den Opti-Grill rein. Dann schalten wir den Opti-Grill an, nehmen den manuellen Modus in der Stufe Rot und los geht's. Wir sehen, nach 19 Minuten ist das Ganze fertig. Der Käse ist schön geschmolzen. Das ist alles schön am Brutzeln, also alles schön heiß. Und dann können wir die Auflaufschale rausnehmen und können uns bedienen. Holen wir so ein Stück raus auf den Teller und guten Appetit. Es hat sehr gut geschmeckt. So kann man die Reste von Pfannkuchen vom Vortag sehr sinnvoll verwerten. Viel Spaß beim Nachmachen!